bis nach Biarritz zu unserem Campingplatz. Loslegen mit dem Surfkurs, aber heute nutzen wir den Tag mal, um so mit den Wellen uns anzufreunden und mal zu gucken, wie die anderen so surfen. Und ich denke mal, dass wir morgen weiterfahren werden. Und dass wir gar nicht heute schon den Kurs machen. Ich überlege noch, das Stand-Up-Pedal auszupacken, um mal mich auf eine Welle draufzustellen. Aber das ist nicht wirklich dafür geeignet, weil die Wellen doch relativ hoch sind. Ich dachte mir, so ein Anfänger, der beginnt erstmal mit so einem Boogieboard, um die Wellen kennenzulernen. Ich habe zur Eingewöhnung habe ich jetzt mal ein Kinder-Boogieboard gekauft und ein Erwachsenen-Boogieboard. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Kinder davon halten. Es hat die ersten Komplikationen gegeben. Das ist gar nicht so einfach zusammen zu bleiben. Wenn ich die großen Wellen haben möchte, muss ich ein bisschen raus. Und Felix, der kommt nicht gegen die Wellen an. Und wir müssen eigentlich zusammenbleiben. Und deshalb, jetzt sind gerade die Mädels auf dem Wasser. Deshalb müsste ich wahrscheinlich ohne Brett raus, um Felix zu supporten, um bei ihm zu bleiben. Ich glaube, das ist das Einfachste.